Das ist das Throw. Wenn man sich das übersetzt, kann man sich schon herleiten, dass das mit dem Catch zu tun hat. Wenn man jetzt ein Baseball wäre, würden wir einen Ball fangen und werfen. Und wir können hier einen weiteren Fehler werfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Throw Exception mache, kann ich eine generelle Fehlermeldung reinpacken. Ich könnte zum Beispiel den Fehler oben aus dem Parameter einfach weiter werfen. Dafür brauche ich aber nicht das Schlüsselwort Exception, da kann ich direkt den Fehler einfach weiterwerfen. Jetzt werfe ich hier aber einen besonderen Fehler weiter, indem ich sage Argument Exception. Das ist ein weiterer Ausnahmetyp. Und wenn man dem einen, den müssen wir generieren mit dem Schlüsselwort New. So ist das ein bisschen umständlich zu lesen gerade zu Beginn, deswegen erstellen wir uns hier einen Fehler. Dieses der Klasse Exception Error ist gleich New Exception, machen wir es halt ganz ausführlich. Diesen Fehler könnten wir jetzt in die Unterklasse New Argument Exception übertragen und bei diesem können wir einen Konstruktor mitgeben. Dies ist unsere Meldung. Und diesen Fehler können wir jetzt werfen. Soweit so gut. Jetzt ist das nur sehr viel Code und das können wir halt abkürzen, indem wir direkt den Fehler, ohne ihn uns zwischenzuspeichern, in eine Variable direkt werfen. Jetzt müssen wir diesen Fehler irgendwo auffangen. Hier unten haben wir noch unseren nächsten Catch-Case. Der wird dann, werden wir schauen, ob der den Fehler auffängt. Sagen wir noch if error. Testen das Ganze. Jetzt schauen wir hier noch mal genau. Wir möchten einen Format Exception Error, also eine leere Eingabe. Dann bricht er uns jetzt hier den Code ab. Was sagt er? Er wirft hier eine Fehlermeldung und die wird eben nicht von einem Catch aufgefangen. Jede Fehlermeldung, die nicht von einem Catch aufgefangen wird, landet bei uns automatisch hier. Das ist ganz wichtig zu beachten. Wie können wir das Ganze jetzt lösen? Wir könnten jetzt eine Methode schreiben, die uns diesen Fehler auffängt. Wir könnten hier einen Try-Block weiter schachteln, indem wir jetzt hier diesen Try-Block einfach nochmal in einen Try setzen. Sagen ihm, beende das Debuggen. Und wir können uns das hier kopieren, was wir gerade geschrieben haben. Hier wird sie geworfen. Hier wollten wir sie auffangen mit dieser Ausgabe. Das machen wir uns einfach. Wir tun diesen ganzen Catch unten dran setzen. Den hier brauchen wir hier nicht.
Und den hier brauchen wir hier nicht. Vermutlich werden wir dann nochmal einen weiteren Fehler bekommen. Nein, das schaut okay aus soweit. Und das hier ist unsere Meldung vor dem Throw. Ja, die Meldung vor dem Throw bei einer Format Exception. Und was zu beachten ist, hier haben wir eine Meldung nach dem Throw wird nicht ausgeführt. Dieser Text taucht jetzt nicht auf der Konsole aus, auf. Mit dem Throw, genau wie bei einem Return, wird der Code an dieser Stelle beendet. Und der Fehler wird geworfen. Und dann eben entweder bei einem Catch aufgefangen oder im Compiler uns dann ausgegeben.